Wir befinden uns in der Besprechung der Muskulatur des Körperstammes. Hierbei sind wir bei Punkt 3 angelangt, der Brustkorbmuskulatur. Die Brustkorbmuskulatur, auch als Thoraxwandmuskulatur bezeichnet, besteht aus den Musculi intercostalis externi, aus den Musculi intercostalis interni, aus den Musculi subcostalis, aus dem Musculus transversus thoracis und aus den Musculi scaleni. Die Musculi intercostalis externi entspringen an den Unterrändern der 1. bis 11. Rippe und ziehen bis zu den Oberrändern der 2. bis 12. Rippe. Die Muskeln sind für die Inspiration, also für die Einatmung, zuständig. Die Musculi intercostalis interni entspringen an den Oberrändern der 2. bis 12. Rippe und ziehen bis zu den Unterrändern der nächsthöheren Rippe, und zwar bis von der 1. bis zur 11. Rippe verteilt. Die Muskeln sind für die Expiration, also für die Ausatmung, zuständig. Die Musculi subcostalis entspringen an den Anguli costarum der Rippen und ziehen zu den nächsthöheren oder übernächsthöheren Rippen. Die Muskeln sind für die Expiration, also die Ausatmung, zuständig. Der Musculus transversus thoracis entspringt an der Innenseite des Prozessus xiphoideus und am Corpus sterni. Der Muskel zieht bis zu den Unterrändern der 2. bis 6. Rippenknorpel. Der Muskel unterstützt die Ausatmung. Wir kommen nun zu dem Musculi scaleni und beginnen mit dem Scalenus anterior. Dieser entspringt an den Tubercula anteriora, der Prozessus transversi, der 3. bis 6. Halswirbel. Der Muskel zieht bis zur Außenfläche der 1. Rippe, hierbei bis zum Tuberculum M. scaleni anterioris. Der Muskel fungiert als Atemhilfsmuskel bei fixierter Halswirbelsäule. Er unterstützt die Flexion der Halswirbelsäule bei fixiertem Thorax und führt eine Lateralflexion bzw. Rotation der Halswirbelsäule durch bzw. unterstützt diese. Der Scalenus medius entspringt an den Tubercula anteriora, der Prozessus transversi der 2. bis 6. Halswirbel und am gesamten Prozessus transversus des 7. Halswirbels. Der Muskel zieht nach caudal bis zur 1. Rippe und zur Membrana intercostalis externa. Der Muskel fungiert als Atemhilfsmuskel bei fixierter Halswirbelsäule. Er führt außerdem eine Flexion der Halswirbelsäule bei fixiertem Thorax durch und unterstützt die Lateralflexion bzw. Rotation der Halswirbelsäule. Der dritte Muskel der Musculi scaleni ist der Scalenus posterior. Dieser entspringt an den Tubercula posteriora, der Prozessus transversi der 5. bis 7. Halswirbel. Er zieht bis zur Ober- und Außenfläche der 2. Rippe. Der Muskel fungiert als Atemhilfsmuskel bei fixierter Halswirbelsäule, unterstützt die Flexion der Halswirbelsäule bei fixiertem Thorax und unterstützt die Lateralflexion und Rotation der Halswirbelsäule.